Marc von Marcos Welt. Wir gehen heute mal der Frage nach, wie geht denn Cosplay im Falle von Thorsten Sträter? Mein Bart ist dafür noch ein bisschen zu lang. Moment. So, jetzt habe ich mir mal den Bart ein wenig rasiert. Ich habe ihn mir nicht nur gekürzt, sondern auch etwas angeglichen. Ich habe ja hier eigentlich so einen Wuchs, der genau rüber geht. Und jetzt habe ich mir so eine Kante rein. Das kommt dem ähnlich her. Ich möchte es nicht so ganz hart ausrasieren, ehrlich gesagt. Weil jetzt fürs Video, das ist schön, aber da braucht es wieder mehrere Wochen, bis es zugewuchert ist. Ja, aber gut, sei es drum. So, damit ich das Mikro jetzt auch mal loswerde, kommen wir mal zur Endstufe der Kleiderordnung, abgesehen vom schwarzen T-Shirt, nämlich häufig hat er ja dann entweder eine Weste auch mit drüber oder einfach nur ein Jackett an. Ich finde, die Jackett-Variante ist das, womit ich ihn eher assoziiere. Zieh mal also mal ein schwarzes Jackett an. Hat den charmanten Vorteil, dass ich jetzt natürlich auch, und deswegen habe ich es bisher noch nicht festgemacht, das Mikro befestigen kann. Hervorragend. So, jetzt fehlt uns natürlich noch die markante Mütze. Gebt einfach hier mal unter Google Thorsten Sträter Mütze ein. Ich weiß gar nicht mal, wie teuer die war. Hat natürlich nicht viel gekostet. Ich meine, Leute, es ist eine Mütze. Und das ist wirklich so das Modell, wie er es auch trägt. Ja, mit den Streifen drauf. Ja. So, jetzt trägt er die ja nicht irgendwie. Sondern zum einen, die beiden Ohren müssen rein. Das ist immer schön, wenn die Ohren warm sind. Zum anderen, er setzt sie meistens, nicht immer, aber meistens sehr hoch an. Ich gehe mal bis zu meinem Haaransatz, ohne dass man den sieht. Sonst ist er doof, wenn man den sieht. Ne? Gut, so, Ohren drin. Wunderbar. Jetzt könnte man sagen, fertig. Nee, unsere Körperdimensionen unterscheiden sich. Ich helfe da etwas nach. Ja, übrigens, ich war auch schon mal deutlich übergewichtig und hatte über 100 Kilo mit einer Taille von 110 Zentimetern. Das ist für einen Mann nicht schön. Nicht, wenn man sich überlegt, dass halt ab 94 alles Risikobereich und ab 100 alles Hochrisikobereich ist. Ich bin Ernährungsberater. Ja, zufällig. Ne? Und seitdem ich weiß, wie es geht, habe ich diese Probleme nicht mehr. Und wer mal wissen möchte, ob ich ihm helfen kann, der gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich meine Seite Bodykiss mit zz.de verlinkt. Da gibt es dann den Metabolic Check und also einen kostenlosen Stoffwechseltest. Meine Werbeagentur hat nur gemeint, dass Metabolic Check cooler klingt. Und der ist völlig kostenlos. Da beantwortet ihr ein paar Fragen, gebt eure Maße ein. Dann bekommt ihr von mir eine Rückantwort. Und ihr könnt im Anschluss, wenn ihr das alles eingegeben habt, auch gleich einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch vereinbaren. Da besprechen wir die Stoffwechselanalyse, schauen, ob ich euch helfen kann, ob ihr zunehmen wollt, abnehmen wollt, den Alltag einfach nicht im Griff habt, was das Essen angeht und wie ich euch jetzt irgendwie helfen kann, besprechen wir dann im Einzelnen beziehungsweise ob. Voraussetzung ist natürlich, ich bin euch sympathisch, aber hey, Hauptsache ihr guckt den Kanal. Übrigens, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, genauso wie über ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gut, jetzt wieder weiter zum Kostüm. So, muss einigermaßen aussehen. Ich darf es mir auch nicht zu hoch schieben. Gut, ich hatte übrigens schon mal, war nicht mit diesem Kissen, sondern mit einem anderen, ein Shooting in der Innenstadt, das war in Waiblingen vor ein paar Jahren mit einer lieben Freundin von mir. Hallo Vanessa, danke fürs Shooting. Und ich blende euch mal einfach hier bzw. da einfach mal Bilder von da ein. Da kam ich vom Bart und der Mütze nicht ganz so nah ran. Ich hatte sie zu tief sitzen, aber die Leute haben halt schon in der Innenstadt geguckt. Also die haben halt schon, ne, irgendwie ist das nicht, wenn man den noch nicht live gesehen hat. Also war nah genug dran. Vor allem sah es auch ja überzeugend genug aus mit dem Bauch. So, jetzt kommen wir zu einem ganz schweren Teil. Das ist ja einfach nur der Marc im Kostüm. Man kann jetzt optional übrigens noch sich ein Mikro besorgen, na, damit das halt einigermaßen klar ist. Jetzt fehlen aber noch drei Dinge. Zwei haben mit der Stimme zu tun. Die dritte wäre die tatsächliche Darbietung, wenn man was jetzt halt performen möchte. Kommen wir mal zu den ersten beiden. Das eine ist, dass er ja eine sehr spezielle Sprechweise hat, der liebe Herr Sträter. Und die ist ja dann, wenn er was erzählt, so abrupt abgehabt. Das heißt, wenn er jetzt etwas erzählt, dann kann es sein, dass er das in dieser Art oder eben auch Weise tut. Ja, also das war jetzt mal sehr übertrieben. Dann mit der Stimme bin ich ja auch deutlich höher als er. Das liegt natürlich auch daran, dass ich halt jünger bin und ich weiß nicht, was er für einen Lebenswandel halt irgendwie so auch hatte oder was ich für einen hatte. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach genetisch, so ist halt meine Stimme, meine normale Sprechstimme. Und wenn ich jetzt die einfach runterpitche, dann funktioniert das halt irgendwie bedingt. Das kann ich aber auch nicht lange halten. Außerdem hört es sich nicht sehr nah dran an.
ich muss ein bisschen tiefer sprechen und ich versuche mehr Stimme rauszupressen. Ich habe keine trainierte oder keine ausgebildete Stimme. Das bedeutet, ich stümpere hier völlig einfach rum und erzähle irgendwas in die Kamera und mal gucken, ob es funktioniert. Ne? Wenn da ein Sprachtrainer draußen irgendwie zuschaut, bitte, dann kontaktiere mich und vielleicht irgendwie kommen wir ja überein und ich nehme Stunden. So, bis dahin müssen wir mit meinem Amateurhaften irgendwie Vorlieb nehmen. Gut, wichtig beim Cosplay. Egal, ob es blöd ist oder nicht, ihr müsst es durchziehen. Es ist nichts schlimmer, als mittendrin aus der Rolle zu fallen, auch wenn andere euch irgendwie jetzt da komisch finden, abkanzeln oder drüber lachen oder was auch immer. Zieht es einfach durch. Das ist Cosplay, wenn du es durchziehst. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Vielleicht hilft doch das Mikro ein wenig dabei. Es ist zwar nicht an, aber ich fühle mich schon deutlich sträterartiger als vorher. Manchmal gucke ich auch noch so verkniffen in die Ferne, in die Kamera, ins imaginäre Publikum, man weiß es nicht. Auch wenn ich jemanden neben mir habe, den ich dann anschauen kann, denke ich mir, ja, sehr schön. Jedenfalls hätten wir halt jetzt Stimme, Duktus, das optionale Mikrofon. Es fehlt eine Geschichte. Hier könnte man natürlich vorlesen aus einem Buch von Sträter. Man könnte natürlich auch rezitieren. Ach, könnte ich doch eins seiner Programme auswendig. Nein, ehrlich, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber das ist auch egal. Niemand ist gespannter, wie dieses Video enden wird, als ich, das können Sie mir glauben. Aber ich möchte damit schließen, einen Versuch zu wagen, eine Verbeugung vor dem großen Thorsten Sträter. So kann man beispielsweise das Wort sehr deutlich häufiger im Alltag einsetzen, auch wenn es vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick passt. Im Restaurant, wenn Sie da gefragt werden, möchten Sie noch einen Nachschlag? Sehr. Haben Sie noch mal über alles nachgedacht? Sehr. Schau mal da hinten, findest du das komisch? Sehr. Sie sehen, es passt so gut wie immer und überall. Hätten Sie gerne Sex? Sehr. Ja, wollen Sie noch mal? Sehr. Ja, gut, je nachdem, in welchem Kontext und Zusammenhang. Sag mal, soll ich dich mal verprügeln? Sehr. Sollten Sie besser Karate können, aber grundsätzlich immer anwendbar, das Wort sehr. Ich schließe deshalb mit den weisen Worten, Cosplay ist sehr, was du draus machst.